Ich habe angefangen mit dem iPhone. Weil meine, der Plan war, ich mache nur 10 Folgen, weil ich wollte danach ja dann einfach was anderes machen. Und dann nach 10 Folgen haben die Leute dann gesagt, so mach doch mal weiter. Also das ist doch ganz gut. Und es ist egal, ob das ein iPhone ist oder nicht. Also ich hab quasi die Barriere, die haben wir ja immer noch ganz schön tief, zu sagen, das Produktionsniveau, also wie die Sendung aussieht, ist immer noch sehr einfach gehalten. Und ich finde, das ist so ein Charme der Sendung, dass die Leute sehen, hey, die haben gar nicht so viel Aufwand. Beziehungsweise das kann man auch, das können wir auch. Ich versuche ein Produkt, also quasi eine Show zu machen, in dem die Leute dann am Ende erstens ein bisschen besser Bescheid wissen, wie Politik funktioniert oder wie die politischen Logiken zu verstehen sind. Und dass sie darauf basierend ihre entweder Wahlentscheidung machen oder indem sie die Zeitung anders lesen oder also quasi Nachrichten anders konsumieren oder sich dann eigenständig engagieren. Aber ich will dazu nicht aufrufen. Also ich will dazu nicht aufrufen, hey, engagiert euch, weil dann ist es dann wieder so, oh, hier bist du so ein Aktivist. Sondern ich will den Leuten Dinge an die Hand geben und dass sie eigenständig darüber nachdenken.